herzlich willkommen in Grahain. Wir haben vieles erlebt und es hat sich vieles bei uns verändert. Wir haben mit Beziehung schafft Zukunft für ein neues Mitarbeiterpaar geworben und freuen uns sehr, im Sommer 2021 Randi und Micha Reischuk als neues Paar bei uns begrüßen zu dürfen. Wir stehen kurz davor, das Schloss und die Liegenschaft Grahain von der evangelischen Kirche zu übernehmen. Die baulichen Herausforderungen sind riesig, aber unser Gott ist groß. Er hat uns bis hierhin geführt und wird uns auch weiterführen. Nach 20 Jahren verlassen uns Heiner und die blinde Frank in den wohlverdienten Ruhestand. Und auch Stefan und Nela Frank mit ihren Kindern gehen nach Madagaskar, um dort missionarisch unterwegs zu sein. Aber zurück bleibt ein starkes, kompetentes Team, das sich freut anzupacken, Verantwortung zu übernehmen und den Weg mit Gott weiterzugehen. Jetzt, wo Heiner geht, war die Frage, wer übernimmt denn die Leitung? Und wir merken, es geht mehr in Richtung Team. Das hat Heiner schon viele Jahre vorbereitet. Und dieses Team gibt es jetzt. In Grahain gibt es zwei tragende Vereine. Die Lebensgemeinschaft und den Trägerverein, der für die wirtschaftlichen Belange zuständig ist. Die Vorstände in der Lebensgemeinschaft sind Mareike und Rebecca, im Trägerverein Markus und ich. Und wir zusammen, zu viert, bilden das Leitungsteam in Grahain. Und wir freuen uns, mit all unseren Mitarbeitern und mit Gott nach vorne zu gehen. Macht's gut!